Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute drehen wir ein What I Eat in a Day. Und viel Spaß beim Video. Wir stehen übrigens immer 4.49 Uhr auf und jetzt ist es 4.59 Uhr. Und um die Uhrzeit essen wir unser Frühstück unter der Woche, weil wir halt so früh auf Arbeit fahren. Und ja, es geht los. Meistens essen wir 250 Gramm Speisequark und essen dazu entweder eine Banane oder eine halbe Banane. Und ja, den Speisequark süßen wir mit Vanille Flavor Drops von Iron Max. Wie gesagt, Rabattcode ist hier drin und ist auch unten in der Infobox verlinkt. Es hat einfach 0 Kalorien und es schmeckt einfach wie Vanillepudding. Das ist wirklich so richtig geil. Also wirklich, wir müssen das immer wiederholen. Es ist so geil. Und das ist unser Frühstück und ist echt mega lecker und sehr gesund und sehr eiweißreich und sehr kalorienarm. Ich schreibe euch gerne mal hier die Nährwerte hin. Und ja, das essen wir auf jeden Fall immer zum Frühstück. Ich gebe übrigens immer noch etwas Wasser dazu, damit das etwas dünnflüssiger wird. Ja, aber dann sieht es, hat es eine richtig geile Konsistenz. Sieht aus, es ist nicht wirklich ein Kunstwerk, sieht eigentlich richtig schlecht aus, aber es schmeckt gut. Und das ist die Hauptsache und hat viele Eiweiße. Und das essen wir jetzt. Leute, das Gute ist, das sättigt übrigens relativ dolle. Und dazu trinken wir noch ein Glas Wasser, also jeder ein Glas Wasser. Denn wir versuchen am Tag 3 Liter zu trinken und deswegen müssen wir uns auf jeden Fall ranhalten. Und meistens essen wir auf Arbeit eigentlich was in unserer Rotbüchse, aber da heute Freitag ist, essen wir mal zu Hause, weil wir ein bisschen früher nach Hause kommen. Ja, deswegen trinken wir auf Arbeit nur 1,75 Liter in der Zeit. Und ja, das heißt, dann, wenn wir von Arbeit kommen, haben wir dann schon 2 Liter. Und das ist schon mal sehr gut, dann müssen wir nämlich dann heute Nachmittag noch 1 Liter trinken. Ja. Und naja, das werden wir uns auf jeden Fall schmecken lassen. So Leute, das ist jetzt leer. Was gut ist, wenn man das gleich hier raus ist, dann kann man es direkt wegwerfen, muss ich eigentlich auch später rein. Auch Leute, wenn es irgendwann ist, aber die hatten keine 500 Gramm Packungen mehr. Deshalb mussten wir gleich 250 Dinger nehmen, weil so ein Teil sind immer 500 Gramm. So, und jetzt geht's zur Arbeit. Ja. Wir fangen jetzt schon mal an, ein bisschen zu trinken auf dem Weg zur Arbeit. Denn ja, wir haben jetzt nicht so viel Zeit und ich will jetzt auch ungern so oft auf Toilette gehen. Deswegen fangen wir jetzt schon mal an zu trinken. Und ja, wir haben noch eine Menge vor uns, das und dann noch eine Literflasche. Also, naja. So Leute, wir sind jetzt von Arbeit zurück und essen jetzt unser Mittagessen. Wir haben schon eine große Schüssel geholt und wir haben da hinten Salat und jeder isst eine Dose Kidneybohnen. Und dann machen wir noch ein bisschen körnigen Frischkäse rein. Und dann teilen wir uns noch eine Dose Thunfisch. Also würde ich nur sagen, ein selbstgemachter Salatbau, sagt man so. Und es ist ganz unterschiedlich, was wir essen. Also kann sein, dass wir mal einen Tag Reis mit irgendwas essen, einen Tag Kartoffeln, einen Tag Nudeln. Also es ist komplett unterschiedlich. Es ist bloß Zufall, es ist Salat. So Leute, unser Essen ist jetzt fertig und wir zeigen euch jetzt mal, wie das Ganze aussieht. So, das ist unser Essen und ich muss sagen, wir haben kurz mal probiert, es schmeckt echt mega gut und ist sehr gesund, hat wenig Kalorien und wird wahrscheinlich satt machen, weil es relativ viel ist, wie ihr und seht. Und viele Eiweiße, das ist das Wichtigste, Leute, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt oder wenn ihr abnehmen wollt, damit ihr Fett abnehmt und keine Muskeln. Genau. Und das, ein Glas Wasser. Ja, ein Glas Wasser dazu und das Trinken haben wir ausgetrunken. Mit dem Glas haben wir dann 2,25 Liter Wasser. Und naja, das gönnen wir uns jetzt mit dem YouTube-Video nebenbei. Und ja. So Leute, wir haben aufgegessen und es war echt mega lecker. Und wir sind auch relativ satt. Und es macht auf jeden Fall mega satt, denn uns bekommt man eigentlich nie satt. Und jetzt sind wir relativ satt, also... Wenn ihr wirklich Hunger habt, dann isst sowas und es hat wenig Kalorien und macht sehr satt. Wir haben gerade unsere Pakete von der Paketstation abgeholt. Das ist einfach der Riesenpakete von Iron Max. Leute, wir zeigen euch das mal. Leute, hier ist halt nur Adresse zu. Also einfach Riesenpakete und packen wir jetzt aus.
Pakete mit absolut geilen Sachen. Erdbeerproteinpulver und ganz viele Riegel. Das sind so viele Riegel. Seht ihr das? Das sind, also Leute, die ganzen Chips, das ist alles voller Chips. Da ist ein 40 Flaschen Packungen, weil wir die einfach so wegexen. Also wir essen bestimmt am Tag eine oder vielleicht alle zwei Tage eine. Und auf jeden Fall werden wir uns gleich was davon gönnen. Und genau was seht ihr gleich. Wir haben uns jetzt ein Proteinriegel gegönnt. Beziehungsweise ist noch ein bisschen was da. Wir haben noch gerade einen TikTok damit gedreht. Deswegen haben wir schon ein bisschen gegessen. Und oh mein Gott, der ist echt mega lecker. Vanille. Wie gesagt, mit dem Code TWINS10 spart ihr 10% und es ist so geil. Und naja, das auf jeden Fall. Der Snack hat 23 Gramm Eiweiß. Also nochmal schön Eiweiße pumpen. Denn gleich haben wir auch Training. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich zum Abendbrot wieder. Und wir haben ganz vergessen, dass wir noch ein Vitamin-Gummibärchen nehmen können. Und zwar soll man da, glaube ich, zwei am Tag nehmen. Maximal zwei am Tag. Und das ist einfach gut, weil so hält die Packung mega lange. Und es ist richtig geil, weil es schmeckt wie echte Gummibärchen und es ist so geil. Und das Essen. Ja, und das Essen jetzt auch noch. Okay Leute, wir hatten doch noch zwischendurch Hunger. Und deswegen haben wir uns jetzt gedacht, essen wir noch einen Pfannkuchen mit einer Scheibe Schinken. Naja, ja, für mich ist es ein Eigen und Pfannkuchen ist das was Würfeliges. Ja, ja. Oder seid ihr? Deswegen essen wir das jetzt noch kurz und dann geht's wirklich ab zum Training. Wir sind jetzt fertig mit dem Training und wir blenden euch jetzt mal ein paar Aufnahmen ein. Da sind ein paar Fails dabei, aber ihr könnt einfach mal schauen, wie unser Home-Training zu Hause so abläuft. Deswegen hier ein paar einblenden. Danach trinken wir noch einen Proteinshake. Wir haben heute mal die Sorte Nusskaramell probiert und die schmeckt echt ziemlich gut. Wir haben mal probiert und schmeckt echt richtig geil. Und zum Abendbrot haben wir eine Tomatensuppe gemacht. Wir haben da noch ein bisschen Bolognese reingetan, weil wir die noch übrig hatten. Und ja, genau. Und das essen wir jetzt noch mit dem Glas Wasser und dem Proteinshake. Und dann schluckt jeder von uns noch eine Tablette Omega-3, einfach um die Fischfette zu saven. Leute, und das werden wir jetzt essen. Leute, erstmal nicht wundern, unsere Haare sind nass, weil wir im Pool waren, deswegen nicht wundern. Und ja, auf jeden Fall ein Fazit zu dem Video. Ihr seht jetzt mal hier unsere ganzen Werte, was wir heute gegessen haben. Und genau, also ihr seht, wir essen viele Eiweiße, denn die sind wichtig für den Muskelaufbau. Wir versuchen mehr Kohlenhydrate zu essen als Fette, beziehungsweise versuchen wir trotzdem weniger Kohlenhydrate zu essen, aber wenn wir es ohne Nudeln essen wollen, dann ist es halt so. Deswegen, ja. Genau, wir haben jetzt auch erst um 9:15 gegessen. Normalerweise essen wir ja so schon früher. Aber da wir irgendwie gefühlt werden wir, glaube ich, 5 Stunden Training oder so. Also haben wir bei uns trainiert. Deswegen hat sich das so lange hingezogen. Ja, so könnte ein Tag von unserer Ernährung aussehen. Aber es würde jeden Tag unterschiedlich sein. Früh ist meistens dasselbe, aber Mittags- und Abendbrot kann es wirklich immer variieren. Ja. Aber der Proteincheck und Omega bleibt immer gleich. Ja. Es kann auch zum Beispiel sein, dass unser Zwischensnack ein Protein-Cookie ist. Oder wenn wir uns wirklich mal richtig gönnen, kann es auch zum Beispiel mal Eis sein oder so. Aber wir probieren meistens wirklich einfach Protein-Cookie zu essen oder einfach eine Gurke teilen wir uns öfters mal. Oder halt eine halbe Gurke teilen wir uns. Oder halt Salat ist gut. Oder wir essen auch oftmals Reis. Oder was essen wir noch oft? Proteinpizza wollten wir eigentlich heute machen, aber da wir heute schon relativ viele Proteine zu uns genommen haben. Und da auch nicht zu viele haben, weil es dann ja nicht gut für die Nieren ist. Also Leute, wie gesagt, 2-3 Gramm eures Körpergewichtes. Und wir haben heute auch 4 Liter getrunken. Normalerweise trinken wir 3 Liter, aber wir hatten beim Training, ja,
beim Training sehr viel Durst, war heute sehr warm. Wir haben auch BCAAs getrunken, weil wir da echt Lust drauf hatten. Und ja, blende euch mal ein Bild ein, was das ist. Das sind quasi wie Aminosäuren in einem Getränk. Schmeckt halt wie Punika, bloß halt in gesunder Form. So mit Spule. Und ja, also wie gesagt, wir sind echt froh, dass wir zum Beispiel einen Eiweißshake hatten. Denn sonst wäre es immer kritisch, auf unsere Proteine zu kommen. Normalerweise essen wir um die 140 bis 150, 60 Gramm Eiweiß. Heute ist es ein bisschen mehr geworden, aber das ist auch nicht schlimm, solange man jetzt nicht unbedingt 400 Gramm Eiweiß zu sich nimmt. Und wie gesagt, 2 bis 3 Gramm eures Körpergewichtes. Und ja, und Leute, wir essen meistens immer um die 2000 Kalorien, manchmal weniger, manchmal mehr. Wichtig ist uns aktuell, dass wir im Defizit sind, weil wir aktuell in der Diät sind. Das klingt immer so schlimm, aber ich werde trotzdem satt. Und ja, davor haben wir die Aufbauphase gemacht. Also da waren wir im Kalorienüberschuss, damit wir Muskelmasse aufbauen. Und jetzt heißt es, die Muskeln zu definieren. Deswegen probieren wir auch, ins Defizit zu gehen und viele Proteine zu uns zu nehmen, damit die Muskeln auch bleiben. Und wir grüßen jetzt auch jemanden. Und zwar grüßen wir @larissa.me. Liebe Grüße an dich. Und wenn du gegrüßt werden willst, dann benutze den Hashtag Marvel und schreib einfach in die Kommentare, dass du gegrüßt werden willst. Und wenn etwas Glück wirst, vielleicht im nächsten Video oder übernächsten Video oder an einem unserer nächsten Videos grüßt. Und schau auch gerne bei uns auf TikTok und Instagram vorbei. Das heißt, wir so posten wir regelmäßig Stories und Bilder. Also wenn ihr auf unserem, wenn ihr auf dem aktuellen Stand von uns bleiben wollt, dann schaut ihr gerne vorbei. Und das war's mit dem Video und ciao!